Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Season 8. Ich habe richtig Spaß gehabt in diesem 5 Kopfgeldaufträge, einfach Orte, ja. Es war richtig mega genial und jetzt könnten wir mal ein großes Nephilim-Portal in Stufe 20 machen. Ich hoffe, das schaffe ich überhaupt. Ja, könnte schon sein. Und Würfel seltener Qualität von legendärer Qualität aufzuwerten. Auf würde das heißen, aber. Gut, die Flügel bekommen wir dann hoffentlich bald auch mal. Ja, gut. Das ist die letzte Etappe. Wunderbar. Wunderbar. Also dann müssen wir einen großen Neufallimportstein noch holen. Ich wusste, irgendwo hat es einen Haken. Ja, ich blieb jetzt auf Qual 3, weil wir noch nicht so gute Sachen haben. Ich brauche Crit und so weiter. Und deshalb müssen wir da mal kurz noch ein bisschen Items finden, oder? Irgendwas. Da unten ist er. Ich brauche mehr Zeit. Ist einfach abgehauen. Dieser Narr. Wieso hauen die einfach ab, ey? Blöde Goblins. So. Dankeschön. Noch nicht bereit. Ja, die sind sehr fest bevölkert. Also, das ist Wahnsinn, wie viel hier abgeht. Da ist schon mal einer tot. Prima. Also Friedhöfe sind die besten Maps für mich. Ich mag sie einfach. Ich weiß es nicht für alle, aber ja, es sind schon für alle. Keine Ahnung. Einer hat gerade Solo-Top-Leiste gemacht. In diesem Clan ist wahnsinnig viel los. Die Leute sind süchtig wie noch nie. Und das in einer Season, wo sich nicht viel ändert, aber es ist cool, dass ein Patch in zwei Seasons ist. Ich finde es sogar ein bisschen besser, sie sollten einfach einen großen Patch dann rausbringen. Aber das machen sie ja nicht. Aber trotzdem, es ist wahnsinnig motivierend, immer noch hier durchzukloppen. Ich habe mir meinen Spaß. Andere haben vielleicht nicht ihren Spaß, aber ja, ich habe immer Spaß mit Diablo 3. Immer. Außer man ist richtig verzweifelt nach irgendwas Items suchen. Dann ist es nicht spaßig. Aber wenn man die Items findet, habe ich meinen Spaß. Ich habe ja diese Unterklassifizierung, also dass die Gegner zu schwach werden, überhaupt nicht. Finde ich das schlimm, wenn mal die Gegner zu schwach sind. Ich mag sogar, ich liebe ja die Action und nicht das Spiel im Gesamten. Also, ich kann wirklich mega überlegen sein, jeder Gegner One-Hit töten. Mir würde es noch Spaß machen. Ja, und viele Leute gehen auf ins Forum und fluchen dann. Das ist sowas von noobig. Wieso sind Leute so? Ich verstehe die Leute manchmal nicht. Okay, ich verstehe sie schon. Aber ja, sie sollten doch das ein bisschen eingrenzen. Vor allem nicht trollen dann. Es wird momentan sehr viel getrollt. Und das finde ich überhaupt nicht toll. Also daran ist nichts Troll. Das ist einfach nur kaputtmachen des Forums und der anderen Leute. Ja. Aber eben, die Leute lernen ja nichts. Also sind meistens halt immer wieder die neuen Leute. Also die Generationen, die wachsen immer wieder nach, oder? Die werden immer wie schlimmer auch, weil sie mehr Möglichkeiten haben. Das sind meistens die, ja, zu gering. Wieso spielen Leute nicht Diablo 3 ab 16 Jahren ist das, glaube ich. Wieso? Dann würden sie nicht so viel Probleme haben mit dem Trollen und so weiter. Also, dann müssten sie nicht trollen, oder? Keine Ahnung wieso, alles. Aber es ist doch auch ein bisschen begrenzt, oder? Dass zu viel Action, zu viel Gewalt auch ein bisschen hitzköpfig macht und dann
alles angegriffen wird, was das geht noch nicht. Ja, nicht auf 2 auf Bäumen ist. Und auf 3. Tja. Schade, dass die Uranen jetzt momentan nicht nützlich sind, wenn sie so aufgeteilt sind. Da muss noch ein bisschen etwas passieren, dass die einfach schneller töten können. Sonst sind sie nicht nützlich. Außer, dass sie mich mit Wut beschenken. Ja, ja. Nochmal. Oh, wir haben schon ein Ding. Cool. Habt ihr schon Angst? Ja, ja, die haben Angst. Ich wirbel einfach mal herum. Ich habe noch kein einziges Bulkatos. Der Portalwächter ist angekommen. Die findet man einfach zu langsam. Noch nicht bereit. Oh, nicht. Nein. Oh, hallo, Josh McGuera. Du bist es wieder. Ich wusste, dass du wieder kommen wirst. Das ist ein Entwickler gewesen, oder noch? Entwickler. Ich glaube, es ist sogar noch ein Entwickler. Und finde ich mega cool. Es geht zu Ende. Dass der mitmacht im Spiel. Ich werde sicher auch mitmachen in meinen Spielen, aber so ein bisschen mehr, also. Ich habe ja alles schon relativ geplant. Ich muss es nur umsetzen können. Und das ist das Schwierigste. Weil die Leute, die Entwickler wollen natürlich nicht an die Öffentlichkeit, um mich zu ernennen zum Präsidenten oder so. Ich bin einfach zum Geschichteschreiber. Und ich mache hier keine Bücher, weil ich nicht gut Deutsch, Hochdeutsch schreiben kann. Also ich bin schon einer der Besten sozusagen, weil ich mich auch Mühe gebe. Aber ich habe wirklich viele, ja, bei großen Geschichten habe ich dann die Fehler, dass ich einfach nicht weiß, was ich schreiben soll, weil ich habe so viel im Kopf und kann es dann einfach nicht umsetzen, weil mir dann immer die Zwischendinge fehlen. Aber ich könnte vielleicht schon mal ein Buch machen, aber dafür muss ich auch ein bisschen Leute haben, die es erstmal auch lesen können und Feedback haben, geben. Weil ohne Feedback kann ich das nicht veröffentlichen. Da brauche ich noch einen guten Verlag, der das auch umsetzt richtig. Oh je. Also ich bedenke, ich mache wahrscheinlich kein Buch auf. Ich will kein Schriftsteller sein. Schade, dass jetzt gerade nichts kommt. Aber es ist wirklich jetzt wieder ein Ding. Friedhof nochmal. Ja, okay, brechen wir hier ab. Hä? Sonst kommen wir nicht vorwärts. Die Vorfahren sind mir Holz. Da oben ist ein Gold. Ah, das ist schon fertig, okay. Das Rift ist schon fertig nach 2 Level. So extrem gepusht. Wahnsinn. Also, gehen wir gleich hier zurück. Geht schneller. Ich glaube, geht schneller, ja. Ihr habt bewiesen, dass ihr eures... Ja, hast du das nicht schon mal 1000-mal gesagt? Oh, Kreuzritterschild. Oh je. Schuldspruch. Jetzt kann ich gleich wegschmeißen. Ich mache ja keinen Kreuzritter. Also wer es haben will, der soll... Nein, der kann ja gar nicht. Das ist ja charaktergebunden. Also muss ich wegschmeißen. Ne? Ich werde diesmal keinen Kreuzritter machen, weil er relativ unterklassig ist und mir zu langweilig einfach. Wegen... ja, er muss im nächsten Patch einfach besser werden. Und ich will nicht Schuldspruch nehmen. So, den tun wir noch rüber, hä? Und jetzt... Ja, müssen eigentlich... schon noch einsetzen.
Ja, wir haben eben zu wenig von diesen da vergessenen Seelen. Okay. Also Großes und 20 haben sie gesagt. Ja, würde gehen. Ja, noch nicht aufwerten, hä? Übersteht die Herausforderung so. Hinter den Portalen. Ja, aber Gegner kommt jetzt bitte. Ein mächtiger Gegner erwartet euch. Müsste echte, oder? Der mächtige Gegner. Ja, haben die. Sollte vielleicht erst reingehen, wenn das Zeitlimit abgelaufen ist. Sonst habe ich da noch Probleme mit den Gegner töten. Los. Da haben wir schon mal einen getötet. Das ist genug leicht, oder? Also, ja, wenn ich jetzt nicht wäre, ja, erst aus dem Bett gekrochen, dann würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen aushalten. Ich habe eben Allergie gegen die Bettsachen, die Bettunterlage. Beziehungsweise, ja, ich habe sogar ein Asthmatikerbett. Aber es nützt nicht so viel, also. Halt auch, weil meine Kätzchen drin sind und boah. Kätzchen können nicht ohne mich schlafen in der Nacht. Am Tag können sie es, aber in der Nacht nicht. Und deshalb bin ich so ein bisschen Asthmatik. Ja, geplagt gerade. Sollte aber bald vorüber sein. Aber eben das erste Let's Play, das ich mache, und das ist momentan einfach Diablo 3, ist halt ein bisschen Asthmatik geplagt. Ab der zweite Part wird dann schon wieder besser. So. Also ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich merke es ja nicht, oder? Ob es mir jetzt schlecht geht oder so gut, weil ich rede auf Schweizerdeutsch und da habe ich keine Probleme mit dem Schleim. Und wenn ich Hochdeutsch rede, also Blockdeutsch, dann tue ich plötzlich den Schleim halt einfach durch die Bewegungen, durch die anderen Bewegungen raus aus dem Hals oder aus der Lunge eher zwängen. Ja, ist nicht so toll, hä? Weil Schleim ist etwas Hässliches, also für mich schon vor allem. Weil ich weiß ja, wie der Schleim stinkt. Viele haben Angst vom Schleim, weil sie nicht wissen, wie der Schleim so schmeckt. Die machen dann einfach Würge-Geräusche. Das ist, als sie würgen. Aber nicht schmecken, wie der Schleim schmeckt. Ja, und wenn du selber dann Asthma krank bist, dann hast du ja die Probleme einfach. Weil allergisches Asthma ist viel schlimmer als Asthma, das du beim Sport bekommst oder so. Du musst ja keinen Sport machen, oder? Aber trotzdem hast du Asthma. So, die Hälfte haben wir. Ja, ich hoffe, jetzt ist es besser wieder, hä? Der Schleim ist weg. Wahrscheinlich auch wegen Husten oder so ist es jetzt mehr Schleim gewesen. Andere, ja, zum guten Glück. Der macht sehr gut. Sogar ein bisschen schneller, ha? Ich brauche mehr Zeit. Wenn ich bei hier durch. Weil da ist die Begrenzung. Und wenn ihr in der Mitte durchgeht, dann verpasst ihr halt vieles. Das geht noch nicht. Ich bin geheilt. Ja, nicht dorthin porten, bitte. Nicht Reflektor. Weg damit. Der Reflektor. Na gut, ist ein flacher Witz gewesen. So, jetzt geht ihr mal hier durch. Ich muss ja hier das Schild anmachen. So. Gut. Niemand hält mich
Der Wirbelwind ist einfach sehr gut, um die Schreine überhaupt zu erreichen. Ich liebe einfach den Wirbelwind schon in jedem Spiel. So seit Diablo 2, also das erste Mal aufkam, glaube ich. Ja, auf jeden Fall hat das Dungeon Siege 1 noch nicht gehabt. Das bin ich am Let's Playen. Da gibt es andere tolle Zauber. Und dann mit auch sehr, sehr gute Zauber. Also, die hatten schon gute Erfindungen, nur haben sie nicht gewusst, dass sie es nachmachen sollen. Weil nachmachen müssen sie ja trotzdem mit einem Action-Rollenspiel, das sie dann einfach 2 Jahre später veröffentlichen. So, jetzt haben wir bald das geschafft. Das ist so prima, also es läuft sehr gut, hä? Dieses Let's Play, das geht so schnell vorwärts, schon fast zu schnell, also ich hätte auch gerne ein bisschen mehr vom Spiel, aber tja, dass alles so schnell geht, kann ich es nicht machen, kann ich einfach nichts dafür haben. Das Spiel ist zu schnell. Schade, Dungeon Siege 1, das geht nicht so schnell. Das ist schön gemütlich. Macht auch mega Spaß, weil immer neue Gegenden kommen. Das ist einfach nur ein mega tolles Spiel. Stilvolles Solo. Große Erwartung. Wunderbar. So. Abklingzeiten weitermachen. Habe ich jetzt auf die Tastatur geklickt. Auf die Maus. Ich kann hier in-game irgendwie das nicht anzeigen lassen. Ich habe eine Nasachroma. Nagachroma. Nein, nicht Nasachroma. Nagachroma. Und die hat hinter der mittleren Maustaste eine DPS-Switch. Also ein DPS-Switch, das einfach endet. Und der muss man einfach manchmal wieder switchen, damit es schneller geht. Und jetzt geht es zum Beispiel schneller wieder. Wenn man manchmal drankommt. Aber nur manchmal. Ich will jetzt nämlich bluten. Ah, das ist... Ah, das ist der andere Ding. Jetzt habe ich den falschen hochgetan. Aber der ist nämlich auch sehr gut. Weil das gestaffelt wird. Und jetzt machen wir zum Beispiel das Amulett. Hm? Ganz schnell das Amulett ändern. Und zwar hier. Nein, hier. Und zwar... Ja, können wir hier nicht. Ey, das sind nur 60. Ich kann den gar nicht benutzen. Wie böse ist denn das? Also die Schlüsselwächter machen jetzt. Und Solaris. Naja. Solarium. Solarium. So einen Hammer, den ich überhaupt nicht jetzt gebrauchen kann. Ich weiß nicht, ob es beim Tempel hilft. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den drauf tut, dann ändert sich zuerst einmal gar nichts. Er macht viel weniger Schaden. Okay. Tja. Können wir eigentlich wegschmeißen. Ja, ich behalte es mal. Ich baue mir alles immer sehr gerne auf. Ah je. So, als nächstes müssen wir zum Beispiel mal ein Amulett. Unbedingt ein Amulett haben, das ist so teuer. Einen Ring, hä? Was? Das hatte ich das dabei. Ist zu teuer. Ach, schade. Ja, ist ja sogar ein bisschen besser, aber... Was kann man sagen? Das ist scheiße. Scheiße ist das. Hm. Na gut. Haben wir halt wieder kein Glück. Also Magda zuerst kommen. Weil sie Magda ist. Weil sie ein Opfer ist. Sie ist gerne ein Opfer. Weil sie es kann. Sie kann ein Opfer sein. La 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 la. La 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 la. Sie kann ein Opfer sein. Ich glaube, dass sie sich verschwunden hat. Weil sie ein Opfer ist. Ich kann es nicht anders sagen. Sie ist einfach ein Opfer. Weil ich sie so viel töte. Sie ist mein Lieblingsgegner, seitdem sie überarbeitet wurde. Weil sie einfach ganz viele Truppen bringt.
ich ein bisschen feeden kann, also kann mich damit feeden. Ja, ja, komm. Wir müssen ja nicht so sporten. Wir tun jetzt einfach mal ein bisschen was soll ich sagen, diese Stadt? Ein bisschen herumgammeln und irgendwas machen. Ja, ja. Also gehen wir rein. Abklingzeit ist schon wieder weg. Hallo Magda, ich muss dich gerne besiegen. Aber mach bis vorwärts, sonst habe ich dann wieder der Berserker nicht mehr. Los, los. Vorwärts, du Clown. Die Gegner sind viel zu schwach. Die kann man einfach ignorieren. Nur Magda. Und weiter geht's. Ja, so balanciert ist natürlich Diablo 3. Also machen wir das bei 1. Bei 1 ist es da oben, der Schlüssel. Schlüsselwächter töten, die findet man eigentlich gleich am Anfang mit dem grünen Pfeil. Oder mit dem gelben Pfeil. Okay, es ist der falsche, oder? Was hat diese mächtige Bestie getötet? Also töten wir das mal kurz. Ich will ja die goldene Kiste haben, liebe Leute. Die richtig gute goldene Kiste. Ja, ja, da ist er. Schaut mal, der Höllengalle. Was wollt ihr? Tut er mich vergiften? Eine ruhmreiche Entwicklung. Die Plünderer haben meine arme Frau und mich stundenlang dort unten festgehalten. Ja. Oh. Boah, nervt das. Das ist die Frau, die unseren Hof gerettet hat. Das ist eure Frau. Es scheint ihr nicht gut zu gehen. Sie ist in letzter Zeit krank gewesen. Aber meine Liebe wird ihr helfen. Psychisch krank werden die Bauern auch durch den Krieg. Durch das böse, sie ist eingelegt. Höllische Volk da. Da. Die Oase, ich suchte die Oase. Also, hier müssen... Ah, wir haben ja den Schlüsselwächter gar noch nicht. Ach Gottchen. Wo haben wir den Schlüsselwächter? Ist der hier drüben irgendwo? Ah, da unten. Ja, wenn er zu weit weg ist, wird er natürlich nicht angezeigt, aber... Das kann ich doch nicht dafür, dass er Spiel schuld. Also bitte. Weiter, 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 weiter. Lol. Explodiert nicht so viel hier. Das geht noch nicht. Ja, die Bosse können wir dann nächstes Mal auch machen. Aber ich denke, ich werde warten, bis ich das auch in der Season-Reise habe, wenn die Season-Reise noch nicht abgeschlossen... Ja, die muss ja noch nicht abgeschlossen sein. Ich muss ja noch die Truhe machen mit den 500 Gegnern. Also 350, okay, ich tue ein bisschen zurückrudern. So, Oase von Dulgur. Ja, und im nächsten Part geht's dann weiter. Ich muss jetzt bald den Part beenden, damit ich das nicht noch vergesse. Sag es jetzt schon mal. Und jetzt müssen wir den hier nochmal suchen. Das ist er nicht. Das ist der Falsche. Er heißt sogar Falsche. Ja, er heißt sogar Falsche. Wo ist der Schlüsselwächter? Zeig mir, du Schlüsselwächter, wo du bist. Ja, ich brauche euch aber auch nicht. Ja, das ist nur ein Ding. Da ist der Schlüsselwächter. Die anderen haben aufgegeben. Die kommen nicht mehr nach.
Da ist auch noch ein Gelber. Ja, und der mit dem Verlangsamungsfeld wieder. Und hat jetzt auch diesen nervige Sachen in sich, weil er auch viel Schaden macht. Nicht sterben. Ich bin wieder gesund, noch nicht bereit. Ich bin schwer. Gut. Also. Last Gegner, Last. Dankeschön fürs Schauen. Oh, es ist immer noch nicht. Die Zeit geht einfach nicht. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass die Zeit einfach nicht vergangen ist? Man braucht so wenig Zeit. Und wo ist er her? Ah, da oben. Steinfurt. Stimmt. Ja, Steinfurt weiß ich immer, aber ich weiß nicht, wo der Steinfurt ist. Und da muss ich es immer suchen, weil man es einfach nicht gut sieht. Aber man muss hier hochgehen. Nicht da drunter. Der ist auch hier. Immer. Der ist wieder weit hinten, hä? Also ich denke, ich mache auch ein bisschen längerer Part. Ja, okay, muss das sowieso aufteilen. Also einfach, wenn ich den Schlüsselwächter getötet habe. Was soll ich entfliegen, der Neustart machen? Ja, ja. Also haben wir noch 4 Minuten. Das so langsam geht. So. Hallo, wie geht's dir? Du bist der, ja, die einfach die Gegner aus Akt 4. Malu. Nein, ich mal. Ist die Malu? Nein, die Malu sind ja die mit den langen Stäben. Können wir gleich dann mal schauen, hä? Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Dankeschön und tschüss.